Salutogenese, Entstehung und Erhaltung von Gesundheit. Mein Name ist Patrick Kallert, ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Der Begriff der Salutogenese wurde vom Soziologen Aaron Antonovsky begründet. Er bezeichnet den individuellen Entwicklungs- und Erhaltungsprozess von Gesundheit. Nach diesem Konzept ist Gesundheit nicht als Zustand, sondern als Prozess zu verstehen. Jeder Mensch, auch bei Krankheit, zeigt immer auch gesunde Anteile. Die gesunden Anteile gilt es zu fördern. Eine Metapher: Die Menschen schwimmen in einem Fluss voller Gefahren, Strudeln, Biegungen und Stromschnellen. Hier gilt es, sein Schwimmverhalten zu optimieren, um Gefahren zu erkennen und gegebenenfalls auszuweichen. Herr Antonovsky beschreibt hier das Gesundheits- und Krankheitskontinuum. Diese Erkenntnisse sind in der ganzheitlichen Betrachtung von Menschen existenziell wichtig. Antonovsky entwickelt für die Beschreibung dieses Selbstregulationsvermögens den Begriff des Kohärenzgefühls. Es beschreibt die Stimmigkeit der Dinge, die eine Person für sich definiert, also eine Lebenseinstellung gegenüber der Welt und dem eigenen Leben. Das Kohärenzgefühl setzt sich aus drei Parametern zusammen. Erstens das Gefühl der Verstehbarkeit. Die Erwartungen und Fähigkeiten eines Menschen, Eindrücke als geordnet und strukturierte Information erfassen zu können. Reize werden nicht als chaotisch unkontrollierbar erlebt. Die Welt ist auf kognitiver Ebene verständlich. Zweitens, das Gefühl der Handhabbarkeit beschreibt die Überzeugung eines Menschen, dass Schwierigkeiten lösbar sind. Ich kann die Situation mit meinen Ressourcen lösen und habe die Situation im Griff. Drittens, das Gefühl der Sinnhaftigkeit. Dieser Begriff spricht die Grundmotivation an, dass es sich lohnt, für etwas einzustehen. Das Leben hat einen Sinn. Das Konzept der Salutogenese ist eng mit dem Begriff der Resilienz verknüpft. Hierzu habe ich ein Video erstellt. Schau es dir doch einfach mal an.